Was jetzt folgt, begann einst als Tischgespräch, als wir in der Kesselstraßen-WG bei Juliane und bei Willem saßen und uns über das wundervolle Wort Matt unterhalten haben. Und wie vielseitig doch Matt ist und was man mit Matt alles machen kann. Abwarten. Und ich habe lange überlegt, ob ich diesen Text lesen soll, aber verdammt nochmal, ich mag den Text. Was folgt, sind 80 Mal das Wort Matt in verschiedensten Zusammenhängen. Der Text heißt Medley. Jetzt, da ich hier stehe und diese zugegebenermaßen und sprichwörtlich gesagt rohe Geschichte erzähle, wird mir klar, dass ich die ganze Zeit ein riesiges Matt vom Kopf hatte. Am Abend des diesjährigen Karfreitags kam ich nach einer Geschäftsreise mit schmerzendem Fußmatt und einem gehörigen Matt-Leg nach Hause. Ich sah meine Freundin auf der Couch sitzen und fernschauen. Es lief Matlock oder Matt Guyver oder Matt Ryder. Irgend so ein Scheiß aus den 80ern auf jeden Fall. War mir auch egal. Ich hatte nur Augen für meine Kleine. Als ich sie so ansah, bekam ich sofort einen Metterling im Bauch. Doch wem wollte ich etwas vorspielen. Ich steckte bis zum Wurstbrot in einer hackfesten Mad-Life-Crisis. Mein Mad-Igelchen wollte ich dort keinesfalls mit reinziehen. Ich floh mich in die schweinische Gedanken und stellte mir meinen Schatz als Teilnehmerin bei einem Mad-T-Shirt-Contest vor. Sofort überkam ich die Fleischeslust und ich verspürte den Drang nach ein bisschen Heavy-Matting. Ich und mein Baby, ein Himmel-Matt im Kornfeld und Fleisch noch ein Rippchen süßes Obst. Wir würden die Mad-Laken und die Matratze so vollendet vollsauen, dass es eher an ein sexuelles Gemetzel erinnerte, als an ein süßes Liebesspiel. Aber in Liebesdingen hatten wir sowieso unsere eigenen Matt-Hoden. Das ist ekelhaft. Ab und an kam es vor, dass wir Rollenspiele spielten, um unser Liebesleben ein wenig aufzupökeln. Unser Klassiker war Rotmättchen und der böse Fleischwolf. Aber seit kurzem war mein Favorit Madman und Robin. Ich war in der Regel Robin. Das klingt schräg und das ist es auch, aber ich stand tierisch auf diese gelegentlichen kleinen Intermezzi. Ich jedenfalls, meine Freundin immer noch beobachten, war jetzt richtig heiß auf ein kleines, intimes Miteinander. Sie jedoch saß eher gelangweilt und im Jogginganzug auf der Couch. Sie schien den Hackbraten zu riechen und rollte schon genervt mit ihren rehrückenbraunen Augen. Um mal kurz in Metaphern zu sprechen. Meine Freundin ist wirklich der Metzedes unter den Frauen, aber sie kommt eben nicht aus Metzedonien, sondern aus Mecklenburg-Vorpommern, genauer gesagt aus dem Rügenwald. Da muss man es mit der Erotik schon mal langsam angehen lassen, aber gewusst wie, fragte ich, ob sie nicht lieber Lust auf ein wenig Musik hätte. Ich hätte sogar eine ihrer geliebten Boybands in Kauf genommen, Take Matt oder die Matt Street Boys oder Caught in the Matt oder Matt, Matt, Matt. Ich selber stand ja eher auf alternatives Zeug, sagen wir mal Matt Hot Chili Peppers oder Matt Caddies oder Matt Boy Slim. Sie gähnte mich an und sagte, sie würde allerhöchstens noch einen Film mit mir schauen. Es sei ja auch schon bald Matternacht. Im Angebot hatte sie irgendwas mit Matt Damon und noch Full Metal Jacket und zu guter Letzt No Country for Old Matt. Alles in allem nicht sehr erotisch, dachte ich mir und griff zu meiner Geheimwaffe. Ich zauberte aus dem Kühlschrank eine Flasche Fürst Metternich hervor. Das verschlimmerte die Situation jedoch nur. Meine kleine, zierliche Matt-Jungfrau begann sich darüber auszulassen, wie unzufrieden sie neuerdings mit sich sei. Ihr Body-Matt-Index passte ihr gar nicht und deswegen sei sie jetzt auch Mitglied bei MattFit. Und Alkohol würde ihre miese Stimmung jetzt auch nicht mehr bessern. Ich ahnte, dass dieser Abend böse Matt enden würde und beschloss erstmal zu Bude zu gehen. Bei Ahmed, der immer wie ein Erdmädchen hinter seinem Tresen stand, war man immer gut aufgehoben. Die Leute dort hatten eine total tolle Mentalität. Ein nettes Matt and Greet war immer drin. Leider konnte ich ihm keinerlei Matt-Kanten-Geschichten erzählen, sondern ihm lediglich von der eingebildeten Matt-Leibigkeit meiner Freundin berichten und dass ich mal wieder voll ins Matt-Näpfchen getreten bin. Er meinte nur zu mir, dass das Leben eben nicht immer Lametta ist und sowieso seien die Vegetarier des Herrn unergründlich. Des Weiteren sah ich in meinem momentanen Aufzug auch keine Augenweide und ich dürfte mich nicht über mangelndes sexuelles Interesse meiner Freundin wundern. Wer im Schlachthaus sitzt, darf nicht mit Schweinen werfen. Plötzlich fuhr ein brauner Metsubishi vor und Mehmet, Ahmeds Bruder, eilte aus dem Hinterzimmer hervorstürmend an uns vorbei. Es war seine Metz-Fahrgelegenheit nach Mettmann. Mohammed sei mit euch, rief er uns hinterher und verschwand in die Nacht. Das ist sehr sozialkritisch. Mir reicht es nun mittlerweile auch mit dem blöden Mätzchen meinerseits. Wenn es diese Nacht keinen Sex mehr für mich geben sollte, auch gut. Matt's the way it is.
Sowas muss man auch mal akzeptieren. Man darf sich nicht immer mit Händen und Würsten gegen sowas wehren. Vielen Dank an Tobi für den. Sonst könnte man ja meinen, ich litt an einer Art sexuellen Tourette-Syndrom. Meine Freundin war schließlich keine billige Mätresse, sondern eine edle Mademoiselle, halb und halb. Und als ich zu ihr zurückkehrte, schaute sie gerade die Wiederholung von How I Met Your Mother. Ich schaltete ohne nachzufragen den Fernseher aus, nahm sie in den Arm und wir hörten unseren Lieblingssong von den Mad Shop Boys, Mad and Girls. Wir tranken noch eine Mezzomix mit einem Schuss Limette, aßen einen Tofu-Sandwich, weil ich bin Vegetarier, schliefen dann leise nebeneinander ein. Das Letzte, was mein Schatz mir noch leise ins Ohr flüsterte, war: Ich glaube, es hackt. Danke.